Ihre kritische Auseinandersetzung mit dem System hat entsprechende Reaktionen des Systems hervorgerufen. 2009 beim Gedenkjahr hat es einen satirischen Beitrag ihrerseits gegeben und der hat sie ja dann auch wieder zu einer Vorladung gebracht. Genau, und 2008 und 2009 haben wir auch für eine Performance zum Karfreitag wieder Vorladungen und Anzeigen bekommen wegen dem Paragraf 188, Herabwürdigung religiöser Lehren, während das 2009 Paragraf 124 Absatz 2, glaube ich, war, ich bin doch ein Rechtsprofi, Herabwürdigung des Staates und seiner Symbole. Stimmt, ein ganz wesentlicher Aspekt meiner politischen Tätigkeit, ein ganz wesentlicher Aspekt meiner künstlerischen Arbeit ist die kritische Auseinandersetzung mit dem Staat, ist die kritische Auseinandersetzung mit Dogmen, die kritische Auseinandersetzung mit einem Herrschaftssystem, das meiner Ansicht nach keine Berechtigung hat. Und natürlich das Hinterfragen, Thematisieren von Doppelmoral. Das ist natürlich Tirol sowieso ein Becken, wo einfach das, also für mich jetzt sehr zu spüren ist, ne? Gerade im religiösen Bereich. Und ich sehe ein und ich verstehe, dass ich, wenn ich einen Mächtigen ans Bein pinkle, der natürlich äußern muss. Was ich nicht einsehe und nicht verstehe, ist, dass man mit solchen Mitteln kommt. Ne? Also es ist eindeutig so, dass in diesem Fall, in diesem ganzen Prozess oder eben auch in meiner Geschichte mit meinem separaten Verfahren, die Obrigkeit macht aus, das sind kritische Geister, das sind kritische Objekte, Subjekte und man fährt einfach im Endeffekt mit einem Holzhammer drauf und das ist halt für mich jetzt auch wieder auch demaskierend natürlich für dieses Staatskonstrukt, weil in meinem Umfeld, in meinen Zusammenhängen sitzt man sich zusammen, redet, argumentiert, diskutiert. Wenn sich jemand bemüßigt fühlt, beziehungsweise wenn sich eine Institution bemüßigt fühlt, Kritiker von vornherein auf eine Art mundtot zu machen, wie jetzt in diesem Prozess eben, wo von vornherein klar ist, diese Leute haben keine Zeit für nichts, keine Zeit, um ihrer Arbeit nachzugehen, keine Zeit für ihre Familie. Daraus resultiert dann natürlich aus dieser nicht vorhandenen Zeit auch existenzieller Ruin natürlich. Niemand hat keinen Arbeiten gehen während dieser Zeit. Und wenn ich jetzt sehe, dass eine Institution oder ein Staatskonstrukt mit aller Gewalt solche Sachen lostritt, in Ermangelung logischer und vernünftiger Argumente, spricht das natürlich Bände. Ne? Der Chris Moser, freischaffender Künstler mit entsprechender Ausbildung, berufstätig als Restaurator, sprich er macht alte Kunstwerke, weckt er wieder zum Leben, bringt sie wieder richtig zur Geltung. Woher kommt diese Liebe zur Kunst? Puh, ich würde das teilen. Meine künstlerische Tätigkeit an sich ist natürlich die Liebe zur Kunst, die Liebe zum künstlerischen Ausdruck und auch eben das Bestreben, dass ich mir denke, wenn die Kunst heute noch irgendeinen Sinn hat, dann natürlich den Missstände zu thematisieren, metaphorisch darzustellen und auf diese Art und Weise natürlich, wie soll ich sagen, die Aufgabe der Kunst war es ja immer, etwas auszudrücken. Es ist nur in letzter Zeit leider sehr viel verloren gegangen. Das bezüglich meiner künstlerischen Arbeit. Meine Arbeit als Restaurator ist eher ein Hang dazu, Altes zu bewahren, beziehungsweise es ist jetzt lustig, wie jemand wie ich von Traditionen spricht, aber es ist für mich ein Riesenanliegen, also ich restauriere hauptsächlich keramische Bodenfunde aus dem Mittelalter, teilweise auch früher und die sind für mich wieder eine Ignoranz der Gesellschaft. Also wir bauen, unser ganzes System baut auf Vergangenes und wenn man sich dann teilweise anschaut, wie Vergangenes aber behandelt wird, seien es jetzt Gebäude oder eben Funde aus der damaligen Zeit, dass da absolut überhaupt kein Respekt ist für die Leute, die das gemacht haben. Obwohl eigentlich alles, was jetzt unsere Gesellschaft irgendwie hat, darauf aufbauen ist, praktisch denen zu verdanken hat. Da bin ich auf jeden Fall so, dass ich mir denke, man muss das erhalten und bewahren. Und jetzt auch nicht unbedingt, wenn ich der gleichen Meinung bin, wie diese Leute, die das damals gemacht haben, deren Dinge ich jetzt restauriere. Aber es hängt natürlich sehr wohl für mich damit zusammen, diese Wurzeln und einerseits zu sehen, kennen zu wollen. Es gibt diesen schönen Spruch, wer die Vergangenheit nicht kennt, wird die Zukunft nicht verstehen. Das ist, denke ich, die Intention dessen, dass sie eben restauriert, teilweise mit der gleichen Inbrunst, wie ich auch Kunstwerke schaffe.
Familienvater, Ehemann, drei Kinder. Jetzt fragt sich so manch in der Öffentlichkeit, warum macht das der Chris Moser alles? Warum stellt er sich so in einer Art und Weise hinter den Tierschutz? Wir fragen heute unsere Omas und Opas zu Recht, was hast du gemacht, wo du da gefragt hast, was da passiert ist vor 60 Jahren? Meistens sind leider diese Antworten der Omas und Opas nicht wirklich zufriedenstellend. Speziell jetzt, in unserer jetzigen Zeit, speziell in den letzten Jahren, ist ein großes Augenmerk auf diesen Tierrechtsbereich gekommen. Es gibt relativ konventionelle Bücher, wie das vom, wie heißt der, Safran Foer. Es gibt einfach, es wird eine sehr breite Masse mittlerweile sensibilisiert für dieses Thema. Was sicherlich nicht möglich gewesen war, wenn nicht Leute wie wir, Leute wie ich, das von vornherein schon einfach versucht haben aufzudecken, zu thematisieren. Ich sehe die Tierrechtsidee, die Tierrechtsphilosophie, eindeutig in der Tradition anderer Befreiungsbewegungen. Man spricht von der Tierrechtsbewegung auch als eine antispeziesistische Bewegung. Antispeziesismus baut auf Antisexismus, Antirassismus. Das heißt, unsere Gesellschaft ist sich im Klaren, dass man Leute nicht aufgrund ihres Geschlechtes diskriminiert. Mündet im Antisexismus. Unsere Gesellschaft ist sich im Klaren, dass man Leute nicht diskriminiert aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Ethnie, Antirassismus. Ich sehe es als meine Aufgabe ganz zentral, das Bewusstsein dafür zu öffnen, auf das Bewusstsein so einzuwirken, den Leuten ermöglichen, auch ihre eigenen Lebensgewohnheiten zu hinterfragen, dass man zum nur logischen Schluss kommt, nur weil ein Wesen einer anderen Spezies zugehört, kann sich der Mensch das Recht nicht einräumen, dieses Wesen zu unterdrücken, auszubeuten und zu ermorden. Antispeziesismus. Und das ist für mich natürlich ganz eine elementare Sache. Warum sich der Chris Moser das antut, das hat mich schon einmal ein Richter gefragt, im Zusammenhang mit einer Besetzung eines Tierversuchslabors. Ich habe schon öfters Gerichtsverhandlungen gehabt, aber niemals im strafrechtsrelevanten Bereich, sondern alles waren das Verwaltungsübertretungen. Eine Besetzung ist eine Verwaltungsübertretung. Und der Richter hat mich gefragt, Herr Moser, damals haben wir zwei Kinder gehabt, Herr Moser, Sie haben zwei Kinder, Sie haben Arbeit, Sie haben Ausbildung, Sie haben praktisch was zu verlieren. Warum tun Sie das? Warum tun Sie das trotz Ihrer Kinder? Warum tun Sie das trotz Ihrer Verantwortung Ihren Kindern und Ihrer Frau gegenüber? Und ich habe gesagt, ich weiß bis heute nicht, ob der Richter das verstanden hat. Ich sage, ich tue das nicht trotzdem, sondern ich tue das deshalb. Ich tue das deshalb, weil ich Verantwortung habe. Ich könnte nicht verantworten, dass ich tatenlos in der Hängematte liege oder tatenlos, noch schlimmer, am Stammtisch sitze, während meine Kinder in einem System aufwachsen, wo es normal ist, dass fühlende Wesen als Sklaven gehalten werden, wo es normal ist, dass Wesen dem Profit wegen, dem Genuss wegen getötet und ausgebeutet werden. Ich bin es meinen Kindern schuldig, denke ich mir, alles zu tun, dass sich diese Gesellschaft ändert. Jetzt geht dieser Strafprozess weiter, möglicherweise geht es noch von den Europäischen Gerichtshof. Ist man manchmal der ganzen Angelegenheit müde? Auf jeden Fall. Also es wäre gelogen zu sagen, man steckt es einfach weg. Das ist unmöglich. Erstens, weil es eben einfach massive Belastungen sind, psychische und finanzielle. Und zweitens natürlich auch, wenn man es ganz pragmatisch denkt, in dieser Zeit, während ich jetzt da sinnlos 14 Monate vor Gericht gesessen bin, während die da sinnlos pro Gerichtswoche 2400 Kilometer im Zug zurückgelegt haben, während die sinnlos, keine Ahnung, 24 Stunden im Zug gesessen bin, nur um hin und zurück zu fahren und mir dann im Prozess Dinge anzuhören, die eines Teils vollkommen irrelevant sein und anderen Teils mit uns Angeklagten absolut nichts zu tun haben, was ich in dieser Zeit hätte können politisch bewegen, ist natürlich nicht auszudenken. Das ist jetzt für einen politischen Aktivisten, für mich als politischen Aktivisten, schlimm, weil ich mir denke, das ist ein extremer Zeitverlust. Das Ganze ist für mich als Familienvater schlimm, weil ich mir denke, wie viel hat die keine wie meine Kinder tun? Wie oft ist es so, dass man zu seiner mittlerweile vierjährigen Tochter sagt, ja, ich lese dir das später vor, ich muss gerade noch das Mail fertig schreiben oder ich muss auf die Uni, habe einen Vortrag oder ich muss auf eine Vernissage, habe eine Ausstellung. Das passiert, auch wenn man noch so engagiert und offen ist, natürlich, mit den Kindern. Und dann nimmt man mir plötzlich die Zeit weg, Stunden um Stunden, Tage um Tage, dass ich da drinnen sitze. Und natürlich auch für mich als Künstler ist es ein Wahnsinn,
Wenn ich mir denke, ich habe seit 1994 regelmäßige Präsentationen, teilweise in renommiertem Rahmen. 2009 beispielsweise, anlässlich zum Hofer-Jahr, habe ich ja im Ferdinandeum auch ausgestellt. Im gleichen Jahr, wie ich andererseits angezeigt worden bin, wegen Herabwürdigung des Staates. Und wenn ich mir denke, abgesehen jetzt vom Verdienstentgang, der mit der Lohnarbeit als Restaurator zusammenhängt, aber rein auf meine Kunst, rein auf meine Rolle als Familienvater, als Ehemann, auf meine Rolle als politischer Aktivist. Wenn man sich jetzt vorstellt, im Worst Case wird das Ganze noch einmal aufgerollt und ich sitze noch einmal eineinhalb Jahr, ja, keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich irgendwer irgendwo sitzt und sich denkt, naja, vielleicht macht es ja seinen Sinn. Informationen über den Chris Moser gibt es unter www.radikalkunst.net und wir sagen danke fürs Gespräch. Bitteschön.